Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Camp hat sich ein bisschen vergrößert. Also es ist eigentlich schon fast das Miet, nur noch nicht auf dem Miet. Aaron ist mal wieder schön am Schrauben, so wie man kennt. Victor, wie wär's, wenn du mal anfangen würdest zu schrauben, weil deine Karre schon wieder nicht hinten läuft. Hier sehen Sie jetzt einen professionellen Umbau, dann neben Heck. So, der Bohrer stumpf. Das ist ein Alu-Kennzeichen, weißt du? Dein Bike, ne? Ja. Warum macht er das jetzt? Ich glaube, er hat keine Hobbys. Mit dem Liger besser zu werden. Ey, der hat grundsätzlich so. Das auch. Aaron muss einfach schrauben, das ist einfach sein Ding. Ich mag irgendwas das, ja. Hinpushen. Improvisieren, das ist auch das Wort Profi mit drin. So, fertig. Hat die WR doch ordentlich aufgewertet. Hast du toll gemacht. Wir sind endlich angekommen auf dem Schweden Supermoto Festival. Bike ist ausgeladen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier um und schauen, was hier so geht. So, wir müssen jetzt als allererstes irgendwie eine Bike-Abnahme machen, damit wir irgendwie rumfahren dürfen. So, ich glaube, hier vorne müsste das irgendwie sein. Nee. Ich steig da nicht durch. Wo ist die Bike-Abnahme? Nicht da vorne. Aber fahren. Wurde der abgenommen so? Ja, Willi ist frei, schon die ganze Strecke hoch und runter. Das geht. Top. Okay, Bike-Abnahme gibt es anscheinend nicht mehr. Keine Ahnung. Ganze Festival darf ich jetzt Bike kicken. Ich lieb's. Na? Ist geil hier? Ich, keine Ahnung. Es ist gerade mal 12 oder so. Ich dachte, wir starten heute noch. Ah, fick dich. Arsch, wir machen das rund die Buslänge und schauen, was passiert. Tschüss. Scheiße. So eine kleine Pitbike-Strecke hier. Mega geil. Da hätte ich mal richtig Bock, das auszuprobieren. Müssen wir nachher mal Jendriks Pitbike schnappen und dann mal eine Runde fahren. Der hat einfach die Hand andersrum am Gas, Leute. Guckt euch das an jetzt hier. Wie zur Hölle macht das? Der hält einfach so, der hält so fest und macht so wie. Hä? Alter. Wie kommt man vor allem auf die Idee, das so zu üben, ey? Digga, der macht sogar Stand-Up-Circles falsch rum. Hä? Wie? Eure Performance erstmal dokumentiert. Alter, was für ein krasser Fahrer. Heftig, ne? Der Typ. Wer? Der Circuit oder der Burnout macht? Alter, geil. So, Jendrik jetzt völlig besoffen auf so einem Ding unterwegs. Bin ich betrunken. Also vor einer halben Stunde meinst du, bist betrunken? Ich hab ein bisschen Angst. Kann man auch rückwärts fahren damit? So, Sonne ist untergegangen, das heißt, ab jetzt darf man leider nicht mehr fahren, aber es geht im Fahrerlager weiter. Ich würde sagen, wir gehen hier mal so schön rüber und mal gucken, was hier abgeht. Es ist wieder sehr wild hier. Wunderschönen guten Morgen, Tag 2 auf dem Schweden Supermoto Festival. Es regnet, es rieselt, Wetter ist ziemlich ungeil. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal was zu essen oder so. Und dann, ja, mal schauen. Ah ja, schön. Keiner fährt, alles still. Es regnet vor sich hin. Herrlich. So, wir gehen jetzt dann schon und gucken mit dem Krüppel. Ich komme das letzte Mal in den Rollstuhl jetzt hier. So. Ich werde hier nur gemobbt. Hinsetzen. Oh, nicht wegziehen, ne?
Let's go, Alter. So, jetzt gibt's hier einfach mal irgendeine Flugshow. Ja, kann man auch mal machen. Rüdiger, pass auf. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Ich brauch unbedingt so ein Ding, ne? Ich brauch das. Ich sag dir, wenn ich jetzt in so ein Teil kaufen würde, mit einem nach Hause kommen würde, würde ich richtig Ärger bekommen, wenn man auch eins will. Du musst halt direkt zwei kaufen. Direkt zwei kaufen. Geht nicht anders. Gesehen? Hab ich gesehen. Das ist brutal. Man muss noch kurz dazu sagen, dass Victor das erste Mal gestern auf dem Ding saß. Und jetzt ohne Elefantenbrick. Das ist so witzig, so ein geiles Spielzeug, so für zwischendurch. Und vor allem mal was ganz anderes, wenn man keine Kupplung hat. Ja, toll. Einfach so ein bisschen drauf losfahren. Das ist es. Du Flip, Alter. Victor sehen wir da auf jeden Fall auch. War ja auch gleich hier mit, Junge. Gar kein Problem. Gar auf jeden Fall. Das ist so geil, Mann. Das ist so gestört. Wie würden die Fußballer jetzt sagen, dass sie nur Gas geben und Gleichgewicht halten? Das ist voll nicht schwer. Ab ins Camp! Zum Glück haben wir hier so ein kleines Taxi.